Erstes werden wir den Herrn Professor Dr. Philipp Barus haben, Professor der Volkswirtschaftslehre aus Madrid, hat auch einige Bücher geschrieben. Eines der letzten, warum andere auf unsere Kosten immer reicher werden, ist, denke ich mal, auch vielen ein Begriff. Insofern würde ich doch mal bitten, Herrn Professor Dr. Philipp Barus nach vorne zu kommen und ihn mit einem warmen, freundlichen Applaus zu begrüßen. Im ersten Vortrag wird es um das Thema Praxeologie gehen. Das Ganze ist unter dem Titel Einführung in die Praxeologie. Insofern würde ich sagen, starten wir doch auch schon gleich und ich überreiche das Mikrofon, entweder einfach hier oder eins zum Tragen. Wollen wir so machen? Ja, zum Tragen. Ja, zum Tragen. Moment, noch ein bisschen lauter. Ja, guten Morgen. Es ist eine große Freude, immer im Heimatland zu sein. Und natürlich eine besondere Freude, heute vor der Speerspitze des deutschen Libertarismus sprechen zu können. Wenn ich zurückdenke ans Ende der 90er Jahre, da gab es ja fast niemanden. Da gab es die Webseite dermarkt.com, da gab es einen Stefan Blankertz, da gab es einen Michael Kastner, da gab es André Lichtschlag, einen Roland Bader, aber sonst dachte man, sonst gibt es keinen, auf jeden Fall, mit dem man so die Gedanken teilen konnte. Im Dorf, wo man lebte, ja, da war auf jeden Fall keiner, konnte man sicher sein. Als ich dann in Münster studierte, unter den Studierenden, da war eigentlich auch noch niemand. Dann ging ich nach Madrid, da war die ganze Sache schon viel entwickelter. Und deswegen ist es so also eine große Freude für mich, dass jetzt auch hier in Deutschland so eine Art ja, Bewegung, kann man sagen, sich entwickelt hat und so viele Leute heute hier sind. Ich spreche heute über, ja, es ist wirklich blühende Landschaften, kann man fast sagen hier, im Vergleich zu Ende der 90er Jahre. Ich spreche ja heute über die Praxeologie, ein Thema, was große Bedeutung hat. Weil die Frage, die ich beantworten möchte, ist, wie kommen wir zu ökonomischen Gesetzen? Wie leiten wir die her oder wie finden wir die? Und wie können wir wissen, ob sie richtig sind und ob sie gültig sind? Denn wenn man für die Freiheit argumentiert, kann man grundsätzlich von zwei Argumentationsstränge benutzen. Einmal ist, dass man ethisch argumentiert, dass Zwang nicht zu rechtfertigen ist oder die Aggression ist nicht zu rechtfertigen. Man kann natürlich auch von ökonomisch argumentieren, dass die Konsequenzen von Zwang oder von staatlichen Eingriffen nachteilig sind oder schlecht sind, sogar aus Sicht derer, die diese Eingriffe vorschlagen. Der Mindestlohn zum Beispiel soll ja gerade für die Ärmsten oder die am wenigsten Bemittelsten gut sein. Er soll gerade denen helfen, aber er macht genau das Gegenteil. Er führt zur Arbeitslosigkeit bei denen, die am wenigsten produktiv sind. Einwanderer ohne Bildung oder sehr, sehr junge Leute zum Beispiel. Also man kann auch ökonomisch argumentieren, dass der Staatseingriff zu einer Folge hat, die aus Sicht derer, die den Staatseingriff verteidigen oder vorschlagen, abträglich ist. Dazu muss man natürlich ökonomische Gesetze benutzen. Deswegen ist es wichtig zu wissen, wo kommen diese ökonomischen Gesetze her? Sind die immer gültig? Nur manchmal können wir uns sicher sein, dass die gültig sind. Und das machen wir halt in der Methodologie. In unserem Master in Ökonomie der österreichischen Schule in Madrid, der einzige, bislang einzige Masterstudiengang weltweit, der explizit sogar im Titel Ökonomie der österreichischen Schule lautet, da haben wir auch ein eigenes Fach oder eine eigene Vorlesung, die auch in meiner Verantwortung liegt, die heißt Methodologie der österreichischen Schule. Also, es ist von enormer Bedeutung, Wichtigkeit, heute der Vortrag. Das Wissen über menschliche Handlungen lässt sich generell in zwei Arten einteilen. Einmal in die Theorie und einmal in die Geschichte. Alles Wissen über menschliche Handlungen lässt sich einteilen in Theorie und Geschichte. Die Theorie ist
das formale, abstrakte, allgemeine Studium der menschlichen Interaktion, der Prozesse menschlicher Interaktion. Also formal, abstrakt, allgemein, qualitativ. Und die Geschichte ist dann das systematische Studium der menschlichen Handlungen, die in der Vergangenheit liegen, also vergangener menschlicher Handlungen. Die Vergangenheit kann weit zurückliegen oder auch nur kurz. Was vor 5 Minuten geschah, ist auch noch Vergangenheit, ist auch Geschichte. Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland im letzten Jahr ist Geschichte. Die Arbeitslosenquote von Griechenland letzte Woche ist Geschichte. Die Wirtschaftsstruktur der Eurozone, die Größe des Finanzsektors ist Geschichte. Die aktuelle Staatsquote ist auch Geschichte. Wichtig bei der Geschichte ist, auch wenn es gerade passiert, gibt es keine Notwendigkeit, dass es in der Zukunft weiterhin so sein wird. Um den Unterschied auch noch ein bisschen klarer zu machen, in der aristotelischen Tradition unterscheidet man zwischen Form und Stoff. Wenn ich beispielsweise viele Gläser sehe, eins, noch eins, noch eins, noch eins, tausende von Gläsern, dann hat jedes Glas eine spezifische Ausgestaltung. Einige sind höher, einige sind tiefer, einige sind breiter, einige sind schmaler, aus Glas, aus Kunststoff, blau, rot, zerbrechlich, geriffelt. Jedes Glas ist spezifisch, aber wir haben die Fähigkeit zu abstrahieren und aus diesen vielen Gläsern, die wir gesehen haben, eine Form zu destillieren. Das bleibende Wesen eines Glases, die reine Form. Das ist so eine Art geistige Form von einem Glas, die wir dann im Kopf haben. Und die Analogie ist dann, das theoretische Wissen menschlicher Handlung ist die Form menschlicher Handlung. Und das geschichtliche Wissen korrespondiert mit der konkreten Ausgestaltung. Ne? Das ist das konkrete Glas, die stoffliche Materialisierung. Und die Theorie menschlicher Handlung, die allgemeine Theorie menschlicher Handlung, die nennt man eben auch Praxeologie. Mises hat sie auch schon mal Soziologie genannt, aber später nannte er sie Praxeologie. Und die konkreten Materialisierungen menschlicher Handlung in der Geschichte, das ist die Geschichte. In der Theorie schauen wir also nur auf die Formen menschlicher Handlung. Dass jede menschliche Handlung hat ein Ziel, jede menschliche Handlung benutzt ein Mittel. Das war vor 100 Jahren so, das ist heute so, das wird in 100 Jahren so sein. Aber die konkreten Mittel und Ziele, die wir benutzen, die erfunden werden, die entdeckt werden, die können wir natürlich nicht wissen, die in 100 Jahren zum Beispiel, die wir benutzen werden. Eine andere Analogie ist die Analogie mit der Sprache. Wir alle benutzen Sätze. Wir können etwas über die Form der Sätze sagen, aber wir können nicht sagen, welche Wörter wir benutzen werden in der Zukunft. Manche Wörter sind noch gar nicht erfunden. Vor 30 Jahren gab es das Wort Smartphones noch gar nicht. Also wir wissen nicht, welche in unserem Leben, welche konkreten Wörter, welche konkreten Sätze wir sagen werden. Aber wir können etwas über die Form von Sätzen sagen, dass jeder Satz einen Eigennamen hat, eine Prädikation. Das ist ein Mikrofon. Das ist hier jetzt ein Ständer. Boris spielt Tennis. Das ist ein Satz. Boris allein ist kein Satz, spielt Tennis ist auch kein Satz. Also über die Form lässt sich etwas sagen. Die Praxeologie, die Theorie sagt eben etwas über die Form aus. Und der konkrete Inhalt, die Materie, ist dann die Geschichte. Karl Menger, der Gründer der österreichischen Schule, hat auch betont, dass Form und Materie, Theorie und Geschichte gleich wichtig sind, um die Realität zu in der wir leben, zu verstehen. Ist beides gleichberechtigt. Aber er sagt auch, es ist ein großer Fehler, wenn wir nicht klar unterscheiden zwischen was theoretisch ist und was Geschichte ist. Und der allergrößte Fehler, den Sozialwissenschaftler machen können, ist versuchen, aus der konkreten Ausgestaltung, aus der Geschichte, allgemeine Gesetze herzuleiten. Allgemeine, formale, theoretische Gesetze herzuleiten aus der Geschichte. Also, Theorie und Geschichte sind gleich wichtig, aber wir sollten sie nicht verwechseln. Eine Sache ist Theorie, die andere ist Geschichte. Und der größte Fehler wäre, formale Gesetze aus dem Studium der Geschichte herzuleiten. Gerade das machten ja die Historizisten, also die Gegenspieler von Karl Menger, der österreichischen Schule, und Gustav Schmoller, auch die amerikanischen Institutionalisten und heute auch die Mehrheit der Ökonomen. Heute die Mehrheit der Ökonomen
betreibt eine empirische Forschung, sucht Konstanten in funktionalen ökonomischen Beziehungen. Man entwickelt da formalisierte Modelle, Gleichungen, die dann empirisch kontrastiert werden. Zum Beispiel, inwieweit hat Quantitative Easing, was ja gemacht wird, inwieweit hat das einen Einfluss auf die langfristigen Zinssätze? Da handelt es sich dann um Gleichgewichtsmodelle, mathematische Gleichgewichtsmodelle, die dann die irrelevant sind für den dynamischen Marktprozess, den wir hier in der Ökonomie verstehen wollen. Außerdem ist es auch unmöglich, in die Welt rauszugehen, um die Modelle zu überprüfen. Denn genau das Gegenteil ist der Fall. Man braucht erst eine Theorie, man muss erst die Form haben, um überhaupt die Geschichte, die Realität interpretieren zu können. Wenn wir zum Beispiel von Aristoteles zurückgehen, ich schaue mir die 1000 Gläser an und dann habe ich die Form von einem Glas. In der Ökonomie ist das so nicht direkt möglich, weil es ist unmöglich, ein konkretes Glas zu sehen, ohne dass man vorher die Form des Glases im Kopf schon hätte. Also wenn man keine Theorie hat, um in die Welt rauszugehen, dann gibt es auch keine beobachtbaren Fakten. Selbst Karl Popper sagte, all facts are theory laden, in einem seiner lichteren Momente. Wir wissen, wenn wir Gläser sehen, dass es Gläser sind, weil wir schon in unserem Geist die Kategorie und die Idee des Glases haben. Sonst würden wir eben nur ein Ding aus Plastik, rot, blau oder so sehen. Aber wenn wir schon wissen, was ein Glas ist, wenn wir schon die Theorie haben, die Form haben, dann können wir sagen, das ist ein Glas. Und das gilt besonders für die Ökonomie. Zuerst muss man die Theorie entwickelt haben. Wir werden sehen, wie das geht. Und wenn man es aber nicht weiß, wenn man keine Theorie hat, dann ist man aufgeschmissen. Wenn man zum Beispiel gar nicht weiß, was eine menschliche Handlung ist, wenn man gar nicht weiß, was ein Ziel ist, wenn man gar nicht weiß, was ein Mittel ist, stellen wir uns vor, ein Außerirdischer, der guckt jetzt hier auf uns, der weiß gar nicht, was eine menschliche Handlung ist, was sein Ziel ist, was sein Mittel ist. Was sieht der da? Der sieht der einen Raum, kann er sagen, da sind da irgendwelche Dinge drin oder Wesen drin, die bestehen hauptsächlich aus Wasser und Kohlenstoff. Einer steht, oder ja, stehen kann man auch schlecht sagen, einer ist irgendwie höher, die anderen sind so zusammengeknickt ein bisschen. Einer der sendet so Frequenzen aus, so Soundsequenzen, Lautsequenzen. Aber er kann es überhaupt gar nicht verstehen, er kann es gar nicht überinterpretieren, was hier vor sich geht. Dass hier ein Vortrag gehalten wird, dass einige Menschen zuhören, die da sind, dass da Wörter aus dem Mund kommen, dass es Ziele gibt, dass man hier konspirativ zusammengekommen ist, um den Staat diese überkommene Idee aus dem vergangenen Jahrtausend auf der Müllheide der Geschichte zu entsorgen. Das versteht er nicht. Ne? Oder ein anderes Beispiel, ich gehe zur Bar und kaufe mir da ein Bier. Ja, wenn ich gar nicht weiß, was Geld ist, wenn ich gar nicht weiß, was ein Tauschhandel ist, dann kann ich als Außerirdischer kann ich nur sagen, okay, diese Kohlenstoff-Wasser-Entität hat etwas, was chemikalisch, in der chemikalischen Analyse Papier ist, da irgendwie zur anderen gereicht und dann Alkohol bekommen. Er versteht nicht, dass es ein Tauschakt ist, dass das Bier bezahlt wurde. Das heißt, man braucht erst die Theorie, und wenn der Außerirdische eben diese Theorie gar nicht hat, gar nicht weiß, was eine menschliche Handlung ist, dann versteht er das alles gar nicht. Also, wie kommen wir jetzt zur Theorie? Der axiomatische Ausgangspunkt ist eben, dass Menschen handeln. Ganz simpel. Und dann analysieren wir, was menschliche Handlungen implizieren und leiten mit Annahmen, Voraussetzungen aus der Realität, ökonomische Gesetze ab. Und dann können wir die Realität interpretieren. Nochmal, Theorie und Geschichte sind gleich wichtig. Mises studierte ja Rechtswissenschaften und wollte eigentlich Historiker werden. Sein erstes Buch war auch über die gutsbäuerlichen Verhältnisse in Galizien, über die Leibeigenschaft in Galizien.
Und da wurde er sich bewusst, da bemerkte er, dass man nur Geschichte machen kann, wenn man Theorie hat. Ohne Experte in Theorie zu sein, kann man keine Geschichte machen. Und er merkte auch, dass er über Theorie eigentlich gar nichts wusste. Und dann fiel ihm Karl Mengers Grundsätze der Volkswirtschaftslehre in die Hände, kam in Kontakt mit Karl Menger und wurde Ökonom. Und da ist auch lächerlich zu sagen, wie manche sagen, Österreicher sind gegen empirische Studien. Völliger Quatsch. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ja, wir sind sehr an Geschichte interessiert. Aber um Geschichte machen zu können, braucht man eben eine Theorie, die man unabhängig von der Geschichte entwickelt. Es gibt viele Werke. Rothbard, The Crisis of 1819 oder America's Great Depression, The Case Against the Fed, das sind alles geschichtliche Bücher. Die Tragödie des Euro, mein Buch, ist auch größtenteils eine geschichtliche Analyse. Hoppe's, The Democracy, The God That Failed, Der Gott, der keiner ist, ist auch zum großen Teil eine geschichtliche Analyse. Das Problem sind einfach die Ökonomen, die versuchen, aus der Geschichte, aus der empirischen Realität, theoretische Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Das ist unmöglich. Ein Kommentar zur Möglichkeit, Vorhersagen zu machen in der Ökonomie. Das ist unmöglich. Man kann nicht Vorhersagen machen in der Art, wie es in der Physik geschieht. In den Naturwissenschaften gibt es nämlich Konstanz. In einem Labor macht man dann ein Experiment. Man lässt einen Stein fallen im Vakuum und wiederholt das. Und dann ist das bestätigt, die Geschwindigkeit, mit dem im Vakuum der Stein fällt. Oder man gibt einem Kranken ein Antibiotikum und dann wird er wieder gesund. Oder nicht, wenn eben X oder Y oder Z eintritt. Der Physiker oder der Naturwissenschaftler geht also von einer Konstanz aus. Er nimmt an, dass sich der Stein, der da fällt, oder dass sich Steine im Zeitablauf nicht ändern, sondern dass sie auch in 10 Jahren im Vakuum immer noch mit der gleichen Geschwindigkeit da fallen werden. Das heißt, nur unter der Annahme der Konstanz, unter der Annahme, dass Steine sich nicht ändern, lässt sich sagen, dass das Experiment überhaupt verifiziert ist. In der Ökonomie sind solche Voraussagen mit Koordinaten von Zeit und Raum nicht möglich. Kein Laborexperiment, keine empirische Erfahrung, historische Begebenheit kann dafür herhalten, künftige Ereignisse vorherzusagen, weil es eben keine Konstanten im menschlichen Handeln gibt. Wir reagieren, unterschiedliche Menschen reagieren auf die gleichen Stimuli, auf die gleichen Einflüsse ganz anders. Selbst derselbe Mensch ändert sich im Laufe der Zeit und reagiert anders. Wir sind eben keine Steine, wir ändern uns. Wir sind keine Bakterien, wir sind keine Ratten, wir sind kreativ. Wir ändern uns, wir entdecken neue Ziele und finden neue Mittel. Die Annahme von Konstanz im menschlichen Handeln ist auch widersprüchlich für den empirischen Wirtschaftswissenschaftler an sich, denn der empirische Wirtschaftswissenschaftler, er möchte ja auch lernen, er möchte ja aus seinem Experiment lernen. Zum Beispiel, wenn er das Experiment macht, erhöht ein Anstieg der Geldmenge den Reichtum. Das heißt, er will das wissen. Also, er nimmt an, dass Menschen lernen können, sonst wäre es ja völliger Quatsch, das war so eine Überlegung überhaupt anzustellen. Er macht ja diese empirische Forschung, um was zu lernen. Also er geht davon aus, dass Menschen lernen können, sonst wäre sein ganzes Unterfangen Schwachsinn. Wenn aber Menschen lernen können, wovon er ausgehen muss, dann können sie auch in der Zukunft anders handeln. Wenn Menschen lernen können, dann ändern sie sich und dann können sie anders reagieren, potenziell anders handeln. Eine Konstanz anzunehmen im menschlichen Handeln ist daher im Widerspruch zur empiristischen Forschung an sich überhaupt. Noch ein Kommentar, den ich machen wollte. Man muss klar unterscheiden zwischen drei Figuren oder drei Funktionen, die man ausüben kann. Die erste Funktion ist die Funktion des Ökonomen, des Theoretikers. Der Ökonom, der Theoretiker, der möchte die formalen Prozesse der menschlichen Interaktion verstehen, entdecken, finden. Er lernt ökonomische Gesetze. Das macht der Theoretiker. Der Historiker studiert die Vergangenheit
aus der Unendlichkeit der historischen Fakten versucht er, die wichtigsten herauszudistillieren und versucht, sich zu orientieren, was denn geschehen ist. Dazu braucht er theoretisches Wissen. Und das hat er eben Mises bemerkt, als er sein erstes Buch geschrieben hat. Und dann gibt es als eine dritte Funktion noch die Funktion des Unternehmers. Der Unternehmer, sagt Mises, schaut in die Zukunft mit Augen des Historikers. Er versucht zu erahnen, welche Handlungen in der Zukunft wichtig sein wird. Genauso wie der Historiker versucht zu analysieren, welche Handlungen waren in der Vergangenheit entscheidend und wichtig. Versucht der Unternehmer halt die Handlungen in der Zukunft zu erahnen, zu prognostizieren. Das machen wir alle. Wir alle nehmen diese Funktion ein. Davon hängt ab, ob wir erfolgreich sind im Leben oder nicht. Welche Produkte werden die Menschen morgen konsumieren? Zu welchen Preisen können sie produziert werden? Auch hier braucht der Unternehmer theoretisches Wissen. Und mit der richtigen Theorie hat er bessere Chancen, richtig zu liegen. Also diese drei Funktionen, Theoretiker, Historiker und Unternehmer, der Prognosen macht, sind klar zu unterscheiden. Schauen wir uns jetzt einige Aussagen an und überlegen wir, ob das Theorie, Empirie oder Prognose ist. Zum Beispiel, eine Aussage. Männer präferieren beim Einkauf Aldi gegenüber Lidl. In Spanien studiert ein höherer Prozentsatz der Jugendlichen als in Deutschland. Spanier trinken mehr Wein als Deutsche. Ein Doktortitel führt zu einem höheren Einkommen als geringere Abschlüsse. Spanier spielen mehr Lotto als die Deutschen. Arbeitslose wählen zum großen Teil linke Parteien. Japaner sparen 30% ihres Einkommens. Einwanderer in Deutschland vermehren sich stärker als die Urbevölkerung. Die Konsumenten geben mehr für Tablets aus, Tabletcomputer als für PCs aus. Als Autofarbe wird grau-rot vorgezogen. All diese Aussagen, die man auch als Wenn-Dann-Aussagen formulieren könnte, also wenn man Japaner ist, dann spart man 30% des Einkommens oder wenn man Spanier ist, dann trinkt man mehr Wein als der Durchschnittsdeutsche. All diese Aussagen können als geschichtliche Aussagen interpretiert werden. Letztes Jahr war die Geburtenquote bei Ausländern in Deutschland höher als bei Deutschen. Oder im letzten Jahrzehnt haben die Spanier im Durchschnitt mehr für Glücksspiel ausgegeben als die Deutschen. Das kann man alles als geschichtliche Aussagen interpretieren. Das ist keine Theorie. Man kann die Aussagen aber auch als Prognosen auffassen. Zum Beispiel als Unternehmer denke ich, dass die Leute dieses Jahr oder nächstes Jahr mehr für Tablets ausgeben werden als für PCs. Oder ich baue mehr graue Autos, weil ich denke, dass die Leute lieber graue Autos haben wollen als rote. Und alle diese Aussagen sind dann überprüfbar. Das heißt, man muss sich in die Realität begeben, man muss sich umschauen, auf die Daten schauen und dann kann man die Aussage bestätigen oder nicht. Entweder zurückliegend als Geschichte, war es so, dass die Leute mehr graue als rote gekauft haben. Oder halt in die Zukunft, da müssen wir erst warten, bis das Jahr zu Ende ist und dann schauen wir, wurden wirklich mehr graue Autos als rote verkauft. Und wir müssen uns umsehen, das heißt auch, im Prinzip könnten wir das Gegenteil behaupten, ohne Unsinn zu reden. Also wir könnten annehmen, Deutsche trinken mehr Wein als Spanier, Männer kaufen lieber beim Lidl als beim Aldi ein, oder die Leute kaufen mehr rote Autos als graue. Das ist kein Unsinn. Man müsste in jedem Fall in die Realität gehen und sich umschauen, ob es so gewesen ist, ob es immer noch so ist oder ob es nächstes Jahr noch so sein wird. Das heißt, die Aussagen können immer richtig oder falsch sein. Sie bedürfen der Überprüfung. Theoretische Aussagen sind jetzt andersartig. Das merkt man sofort. Theoretische Aussagen wären, Menschen handeln. Wenn wir handeln, verfolgen wir Ziele. Wer handelt, benutzt auch Mittel. Ein Handlung zielt auf einen besseren Zustand ab, als der eingetreten wäre, wenn man anders oder nicht gehandelt hätte. Jedes Handeln impliziert Opportunitätskosten, also man hätte anders handeln können. Man hat Handlungsalternativen zurückgestellt. Jede Handlung kann erfolgreich oder nicht erfolgreich sein. Mehr von einem Gut wird weniger von einem Gut vorgezogen. Was heute konsumiert wird, kann nicht morgen konsumiert werden.
ohne Privateigentum an Produktionsmitteln gibt es keine Marktpreise für diese Produktionsmittel, also ist auch keine Wirtschaftsrechnung möglich. Also weiß man nicht, ob der Input in die Produktion weniger wertvoll war als der Output. Man muss erst produzieren, dann kann man konsumieren. Es gibt nur Konflikte über knappe Güter. Güter, die nicht knapp sind, da gibt es keine Konflikte. Konflikte gibt es nur bei knappen Gütern, weil dann die Personen mit dem gleichen Ding unterschiedliche Sachen machen wollen. Eigentum und Eigentumstitel sind zwei unterschiedliche Sachen. Die Vermehrung von Eigentumstiteln bedeutet nicht die Vermehrung von Eigentum. Alle diese theoretischen Aussagen, sieht man, dass die andersartig sind als die geschichtlichen Aussagen oder die Prognosen. Bei den theoretischen Aussagen ist es nicht erforderlich, in die Welt zu gehen und sich umzuschauen, ob die Aussage stimmt oder nicht. Wenn man das Gegenteil formuliert, dann ist es letztlich schwachsinnig. Und wir können durch Introspektion, also Selbstreflexion, können wir wissen, ob es stimmt oder nicht. Wir müssen einfach über uns selbst reflektieren, um zu wissen, stimmt es, dass Menschen handeln? Habe ich Ziele, wenn ich handle? Benutze ich Mittel? Durch Selbstreflexion. Der Mainstream verwischt die Unterschiede zwischen den Aussagen, zwischen Theorie, Geschichte und Prognose. Es wird verwischt. Kommen wir jetzt zur Theorie und Geschichte. Also diese Theorie ist das abstrakte, formale Wissen über menschliche Handlung, die Praxeologie. Aber um ein komplettes Wissen über die Realität zu haben, braucht es auch Geschichte. Das systematische Studium vergangener menschlicher Handlungen. Der Historiker braucht Theorie, um die Geschichte zu verstehen. Aber er muss auch die Bedeutung menschlicher Handlungen einordnen. Das heißt, die Geschichte hat auch sowas wie Kunst. Welche Handlungen waren wichtiger als andere in der Vergangenheit? Dass Cäsar über den Rubikon überschritten hat, war wichtiger, als dass ein römischer Bauer gefurzt hat, zum Beispiel in der gleichen Zeit. Man muss ja wissen, welche Handlung war wichtiger, welche weniger wichtig. Und welche Beweggründe haben die auch gemacht. Warum hat der den Rubikon überschritten? Das ist auch eine Kunst. Man muss das interpretieren. Oder warum wurde der Euro eingeführt? Auch, was waren die Wertvorstellungen der Protagonisten? Dieses Wissen, dieser mentale Prozess der Historiker, der es erlaubt, das Abstrakte, die Theorie mit der Geschichte zu verbinden, diese Kunst, nennt Mises Verstehen. Also Geschichte allein, um die Realität zu interpretieren, reicht nicht. Man braucht auch das Verstehen. Das Verstehen verknüpft die Theorie mit der Geschichte. Welche Handlungen waren wichtig, welche waren weniger wichtig, was waren die Beweggründe der Handlungen, was waren ihre Ziele, Wertvorstellungen. Und für dieses Verstehen braucht man, Mises nennt es Timologie, ich könnte auch Psychologie dazu sagen. Mit der Psychologie, mit seinem psychologischen Wissen über andere Menschen, über sich selbst, welche Wertvorstellungen man hat, kommt man dann zum Verstehen. Wenn wir dann die Geschichte verstehen, dann kann es sein, dass wir Sachverhalte entdecken, von denen wir denken, dass sie interessant sind, dass sie es wert sind, dass wir da detaillierter mal nachschauen. Wir verstehen die Geschichte und wir entdecken zum Beispiel ein Problem. Wir entdecken zum Beispiel, es gibt viel Arbeitslosigkeit in der Gesellschaft. Und dann kann es sein, okay, dann wäre es doch mal interessant, uns genauer die Ursache von Arbeitslosigkeit anzuschauen. Das heißt, die Geschichte, wenn wir sie dann da verstehen, kann uns in unserer theoretischen Arbeit orientieren. Wir bemerken ein Problem, das wir dann genauer theoretisch untersuchen wollen. Das bedeutet natürlich nicht, dass aus der Geschichte Gesetze abgeleitet werden, sondern lediglich, dass wir in der Geschichte oder der Realität bestimmte Probleme entdecken, feststellen und dass wir dahingehend unser theoretisches Wissen vertiefen wollen.
Was auch möglich ist, ist, was natürlich schwieriger ist, dass der Theoretiker Theorien formt über Sachverhalte, die sich noch gar nicht ergeben haben in der Realität. Das ist also sozusagen vorausschauend. Beispiel: Ludwig von Mises 1912, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. Er fragt sich, was wäre, wenn der Goldstandard in allen Ländern abgeschafft wird und wir in einer puren Welt von Papiergeld, Fiat-Zwangsgeld leben? Was sind die Konsequenzen? Wie würde diese Welt funktionieren? In der Geschichte der Realität war es noch nicht. Es war noch der Goldstandard. Erst zwei Jahre später, dann mit dem Ersten Weltkrieg, wurde es dann Realität. Also man kann auch theoretisch analysieren, was noch gar nicht geschehen ist. Phänomene, die sich noch gar nicht ergeben haben. Theoretisch, wenn Robinson Crusoe auf seiner Insel landet, kann er schon alle Gesetze der Geldtheorie herleiten, obwohl er natürlich überhaupt kein Geld benutzt. Er ist ja der Einzige auf der Insel. Das wäre dann vorausschauend. Anderes Beispiel wäre, in den 70er Jahren zu sagen, okay, der Sozialismus, da ist keine Wirtschaftsrechnung möglich, die Planwirtschaften werden zusammenbrechen. Was sind theoretisch die Möglichkeiten der Transition von einer Planwirtschaft zu einer Marktwirtschaft? Das kann man theoretisch analysieren, vorausschauend, bevor das Problem der Geschichte aufgetaucht ist, bevor der Sozialismus real zusammengebrochen ist. Ist also auch möglich. Kommen wir jetzt, also das war jetzt der Unterschied zwischen Theorie und Geschichte. Kann man es einfach abreißen? Ja. Ja, also das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich würde dann verscheiden. Ja. Also, kommen wir jetzt zur Theorie und Praxeologie selbst. Am Anfang, habe ich ja schon gesagt, an der Spitze sozusagen steht immer menschliche Handlung. Das ist das Axiom der Theorie, der Praxeologie. Menschliche Handlung, Menschen handeln. Das kann niemand anzweifeln, ohne sich in einen Widerspruch zu verheddern. Niemand kann sagen, Menschen handeln nicht, ohne sich selbst zu widersprechen, weil wenn er das macht, ist es ja auch eine Handlung. Deswegen nennt Mises ja auch sein Magnum Opus Human Action, menschliche Handlung. Wie gelangen wir zu diesem Wissen, dass Menschen handeln? Ja, durch Selbstreflexion, Introspektion, eine Art Selbstbeobachtung. Und dieses Axiom, was nicht angezweifelt werden kann, ohne sich selbst zu widersprechen, ist dann die Grundlage aller theoretischen Untersuchungen. Und dass Menschen handeln, hat Implikationen. Also, oder es gibt Elemente menschlichen Handelns, die auch vor der Erfahrung sind durch Introspektion begriffen werden können. Jede Handlung hat ein Ziel, das ist auch implizit in das menschliche Handeln, Menschenhandeln, implizit darin ist, dass Menschen Ziele haben, Mittel benutzen, dass jede Handlung sich in der Zeit abspielt, einen Anfang und ein Ende hat, dass Ziele geordnet werden können nach ihrer Wertmäßigkeit, dass jedes Ziel einen subjektiven Wert hat, jedes Mittel einen subjektiven Nutzen, dass es Handlungspläne gibt, dass jede Handlung Kosten haben, dass Handlungen erfolgreich sein können, technisch und auch wertmäßig. Ich kann versuchen, eine Tortilla zu kochen, was schwierig ist. Technisch kann mir das gelingen, wertmäßig kann sie mir später schmecken oder nicht. Gewinne gibt es, wenn der Wert des erreichten Ziels die Kosten übersteigt, sonst macht man Verluste. All das ist implizit im Axiom der menschlichen Handlung. Ich kann nicht sagen, Menschen haben keine Ziele, benutzen keine Mittel, Handlungen haben keine Kosten, ohne mir selbst zu widersprechen. Weil wenn ich das sage, dann habe ich ja ein Ziel, wenn ich diesen Satz spreche. Ich benutze Mittel, meine Stimme. Ich habe Alternativen zurückgestellt, ich hätte ja schweigen können zum Beispiel. Andere Implikation ist im Axiom der menschlichen Handlung ist die Unsicherheitsaversion. Haben wir ein gegebenes Ziel, versuchen wir,
dieses auch so sicher wie möglich zu erreichen. Und so schnell als möglich, das ist die Kategorie der Zeitpräferenz. Es ist die Zeit, die uns von unseren Zielen trennt. Deswegen gibt es eine Tendenz, dass wir diese Ziele so schnell als möglich erreichen wollen. Also es gibt hier viele Implikationen, dass Menschen handeln und viel Wissen, was man dadurch, axiomatisches Wissen, was wir gewinnen können. Und mithilfe dieses Wissens können wir dann schon die Geschichte, etwas von der Geschichte, etwas von der Realität verstehen, ja, wenn wir an den Außerirdischen denken. Wenn der jetzt schon weiß, was menschliche Handlungen sind, was Ziele sind, was Nutzen ist, was Kosten sind, was Zeitpräferenz ist, Unsicherheitsaversion, Gewinn, Verlust. Wenn er das schon weiß, dann kann er schon etwas verstehen, was da in der Welt vor sich geht. In der Realität. Und im nächsten Schritt ziehen wir dann aus der Realität, aus der Geschichte, einige Sachverhalte, einige Annahmen, die relevant sind und tiefergründig untersucht werden können. Das heißt, hier, aus dem, was wir jetzt schon verstehen, ziehen wir einige Annahmen oder Voraussetzungen, die wir beobachtet haben, und leiten dann logisch-deduktiv oder leiten dann logisch her ein ökonomisches Gesetz. Vom Nivell, also vom Niveau oder erster Ordnung. Simpel. Also wir beobachten die Realität und was stellen wir fest? Zum Beispiel stellen wir fest, es gibt mehr als einen Menschen und es gibt verschiedene Güter. Es gibt nicht nur ein Gut in der Realität, sondern verschiedene. Es gibt auch unterschiedliche subjektive Bewertungen. Einzelne Menschen bewerten Güter unterschiedlich. Und wenn wir also wissen, dass menschliche Handlungen sind, was Kosten sind, Gewinn, und dann können wir sagen, dass wenn zwei Menschen freiwillig einen Tausch machen, können wir logisch herleiten, dass von jedem freiwilligen Tausch beide Parteien ex ante zu profitieren glauben. Sonst hätten sie ja nicht getauscht. Das heißt, wir haben das Tauschprinzip logisch hergeleitet. Es ist simpel, das Tauschprinzip. Wir haben die Menschen verstanden, was menschliche Handlung ist, und wir haben dann einige Annahmen getroffen, dass es mehr als einen Menschen gibt, dass es verschiedene Güter gibt. Und dann können wir sagen, ja, wenn die tauschen, das bedeutet, dass sie glauben, sie würden von diesem Tausch profitieren, sonst hätten sie es nicht gemacht. Dazu müssen wir aber jetzt wissen, was ist eine menschliche Handlung, was ist Gewinn, was ist Verlust. Und dann haben wir das Tauschprinzip, das natürlich in der Politik schon große Implikationen hätte, zum Beispiel den Mindestlohn. Mindestlohn würde ist absurd, wenn man das Tauschprinzip versteht. Denn jemanden zu verbieten, diesen Tausch zu machen, zu arbeiten, obwohl er meint, davon zu profitieren, schädigt denjenigen ja. Okay, dann haben wir also ökonomische Gesetze erster Ordnung. Ziemlich simpel noch. Zum Beispiel das Tauschprinzip. Haben wir jetzt diese Gesetze, können wir anhand dieser Gesetze schon einen größeren Bereich der Realität, der Geschichte interpretieren. Tiefer und weiter geht jetzt unsere Interpretation. Und dann können wir andere Phänomene, andere Sachverhalte verstehen, beobachten und als Annahmen, als Voraussetzung benutzen, um dann ökonomische Gesetze herzuleiten, die etwas komplexer sind. Also ökonomische Gesetze zweiter Ordnung. Und mithilfe dieser können wir dann noch mehr der Geschichte, der Realität erklären, verstehen. Und dann immer so weiter. Dann
leiten wir daraus, oder ziehen wir aus der Realität, die wir jetzt besser verstehen, ziehen wir Annahmen und leiten daran, damit dann logisch deduktiv noch komplexere Gesetze her. Und so immer weiter. Ökonomische Gesetze der dritten Ordnung. Und dann werden sie immer komplexer. Es könnte dann, ökonomische Gesetze der zweiten Ordnung könnte dann gebe ich noch gleich ein Beispiel. Mises gibt ein Beispiel für diese Annahmen in der Nationalökonomie, in Human Action, dass wir beobachten in der Realität, dass Arbeiten Unwohlsein erzeugt. Menschen arbeiten nicht gerne. Es ist ein Opfer für uns zu arbeiten. Das heißt, wir können hier als Annahme einfügen, Menschen arbeiten nicht gerne. Es produziert Unwohlsein. Und dann logisch deduktiv Lohngesetze oder Gesetze des Arbeitsmarktes herleiten. Man kann auch eine Theorie aufbauen mit der Annahme, ja, Arbeiten macht Menschen Spaß, die machen das für umsonst. Dann leitet man aber andere Gesetze her. Ein ökonomisches Gesetz zweiter Ordnung könnte das Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen sein. Da beobachten wir in der Realität und ziehen dann Annahmen daraus als Voraussetzung, um das Gesetz herzuleiten. Die Annahmen sind, es gibt Güter, die von dem Handelnden als homogen betrachtet werden. Das heißt, es gibt mehrere Einheiten eines Gutes, das vom Handelnden als homogen angesehen werden. Und wir benutzen unsere Güter, unsere Mittel immer für den wichtigsten Zweck, den wir mit ihnen erreichen können oder zu erreichen glauben. Und daraus folgt dann schon logisch das Gesetz vom Grenznutzen, das Grenznutzengesetz. Wie ist die Herleitung? Wir benutzen die Einheiten eines Gutes immer für das Wichtigste, für den höchstgerenkte Ziel, was wir damit erreichen können. Wenn wir eine Einheit von dem Gut dazu bekommen, können wir logischerweise nur einen Zweck erreichen, der weniger wichtig ist. Bekommen wir noch eine Einheit hinzu, bleibt nur noch ein Zweck für uns, ein Ziel für uns, das noch niedriger gerankt ist. Das heißt, je mehr Einheiten des Gutes wir bekommen, desto geringer schätzen wir sie. Und wir bewerten eine Einheit immer nach dem Grenznutzen. Warum? Denn wenn wir eine Einheit verlieren oder eine Einheit gewinnen, verlieren wir immer die letzte, die niedrigst gerankte, geben wir auf. Das heißt, wir haben logisch hergeleitet das Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen. Um das immer plastischer zu machen, erkläre ich das immer mit Tennisschlägern, weil ich Tennis spiele. Der erste Tennisschläger, die erste Einheit des homogenen Gutes benutze ich für den wichtigsten Zweck, den ich mit Tennisschlägern erreichen kann. Tennis zu spielen. Zweiten Schläger kann ich nur für einen Zweck benutzen, der weniger wichtig ist. Was ist dieser Zweck? Ein Schläger als Ersatz zu haben, wenn die Seiten reißen. Der dritte Schläger, dritte homogene Einheit des Gutes, wenn ich den hätte, würde ich den benutzen als Ersatz des Ersatzes. Falls mal einmal in einem Spiel zwei Schläger reißen, hätte ich dann noch einen Ersatz. Das ist noch nie vorgekommen. Deswegen habe ich nur zwei, weil wenn ich drei hätte, wäre es logischerweise, könnte ich nur ein Ziel erreichen, was. Ich könnte nicht das Ziel erreichen, Tennis zu spielen, weil das ist ja schon gedeckt von dem ersten Schläger. Auch einen Ersatzschläger zu haben, das kann ich nicht mehr erreichen, sondern nur ein niedergewertetes Ziel. Das ist, einen Ersatzschläger des Ersatzschlägers zu haben. Hätte ich einen vierten Schläger, ja, was könnte ich dann noch damit machen? Ja, noch ein niedriger gerenktes Ziel, vielleicht einen Freund zu schicken. Also das ist das Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen. Je mehr Einheiten ich habe, desto niedriger bewerte ich einen Tennisschläger. Warum? Wenn ich einen verliere, welchen Nutzen verliere ich? Vom Grenzschläger, von der letzten Einheit. Verliere ich meinen vierten Schläger, welchen Nutzen verliere ich? Kann ich noch Tennis spielen? Ja, ich habe hier noch drei.
Habe ich noch einen Ersatzschläger? Ja, ich habe noch drei. Habe ich noch einen Ersatzschläger des Ersatzschlägers? Ja. Welchen Nutzen verliere ich? Den dem Freund zu schenken. Und es ist auch offensichtlich ist es egal, welchen der vier Schläger ich verliere, weil die ja alle homogen sind aus meiner Sicht. Sie sind gleich. Es ist egal, ob ich hier vier Schläge habe, ob ich den linken oder den rechten verliere. Also, das ist das Gesetz des abnehmenden Grenznutzen. Hätte ich nur einen Tennisschläger, wäre mir viel wertvoller, als wenn ich vier habe. Also, das ist dann auch das Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen, ist dann auch so logisch hergeleitet. Dann Gesetze der menschlichen Interaktion, der Arbeitsteilung, das Assoziationsgesetz von Ricardo, kann man auch so herleiten. Man sieht in der Realität, Menschen haben unterschiedliche Fähigkeiten. Menschen lernen auch, werden besser in gewissen Fähigkeiten. An manchen Orten ist die Produktion für eines Gut besser als für ein anderes Gut. In Spanien kann man besser Orangen anpflanzen als in Deutschland. Auf dem Berg kann man besser Eisen fördern als am Strand. Und daraus folgt, dann kann man logisch deduktiv herleiten, wenn wir uns spezialisieren. Ja, du spezialisierst dich, da die Orangen anzupflanzen und ich das Eisen herzustellen. Und dann, wir dann tauschen, dann profitieren wir beide davon. Dann haben wir das Gesetz des komparativen Vorteils von David Ricardo hergeleitet. Und so immer komplexer. Das heißt, hier haben wir vielleicht das ricardianische Assoziationsgesetz. Dann haben wir hier das Gesetz vom das Grenznutzengesetz und das Ertragsgesetz. Dann haben wir hier das Preistheorie, Preistheorie von Konsumgütern, die Preistheorie von Produktionsfaktoren. Dann können wir die Annahme einführen, es wird ein allgemein akzeptiertes Tauschmittel benutzt. Dann können wir die Geldtheorie herleiten, Wirtschaftsrechnung, noch komplexer Kapitaltheorie, Annahme, es existieren Banken, es existieren Teildeckungsbanken, können wir auch. Dann logisch deduktiv ökonomische Gesetze herleiten, die Konjunkturtheorie, Sozialismustheorie, Interventionismustheorie und so immer kompliziertere, komplexere Gesetze. Alle beruhen auf menschlichen Handlungen. Niemals geht die Verbindung zu individuellen menschlichen Handlungen verloren. Es besteht eine dynamische Verbindung mit der Geschichte, der Realität. Und jede Theorie erlaubt es, die Geschichte besser zu interpretieren. Und nach der Interpretation werden die Fakten der Interpretation als Annahmen eingefügt und logisch werden feinere, genauere Theorien hergeleitet. In einem nie endenden Prozess der Ausweitung des wissenschaftlichen Wissens. Bei den Gesetzen kann man auch noch zwei Arten von Gesetzen, ökonomischen Gesetzen unterscheiden. Exakte Gesetze, exakte Denknotwendigkeiten, das heißt, diese Gesetze gelten immer. Sie können nicht von anderen Einflüssen überlagert werden. Beispiel, jede Handlung hat einen Anfang und ein Ende. Jede Handlung benutzt Mittel, um Ziele zu erreichen. Wirtschaftsrechnung ist im Sozialismus unmöglich. Mehr Zwangsgeld macht die Gesellschaft nicht reicher. Ein Mehr an einem Gut wird weniger vorgezogen. Man kann nur konsumieren, was auch produziert worden ist. Das sind exakte Gesetze. Die können hier auf jeder Stufe auch sein. Und es gibt auch Tendenzgesetze. Weil ihre Tendenzen können von anderen Effekten überlagert werden, sodass es in der Realität das Ergebnis nicht eindeutig ist. Zum Beispiel ein Anstieg der Geldmenge führt zu Preisen, die höher sind, als sie ohne diesen Anstieg der Geldmenge gewesen wären. Das heißt, wenn ich die Geldmenge erhöhe, dann steigen die Preise nicht notwendig, weil es kann auch andere Einflüsse geben, die dagegen wirken, zum Beispiel ein Anstieg in der Produktivität. Oder wird das neue Geld, produziert man neues Geld und schleust man es über den Kreditmarkt in die Wirtschaft ein, fallen die Zinsen unter das Niveau, welches sie andernfalls angenommen hätten. Es kann Effekte geben, die das überlagern. Wenn es eine Kreditausweitung gibt,
kann es sein, dass die Zinsen nicht fallen, sondern gleich bleiben oder steigen, weil die Kreditnachfrage zum Beispiel gestiegen ist. Also es gibt Tendenzgesetze und exakte Gesetze. Zur letzten Frage, die letzte Frage, die ich beantworten möchte, ist: Wie können wir die ökonomischen Gesetze für gültig erklären? Welche Vorgehensweise braucht es, damit wir sicher sein können, dass die Gesetze, die wir abgeleitet haben, auch wahr sind? Mises sagt, wenn wir uns nicht geirrt haben, dann haben wir bei einer Aktion begonnen, dass man nicht ins Zweifel ziehen kann, ohne sich selbst zu widersprechen. Dann haben wir Annahmen gemacht und logisch deduktiv die ökonomischen Gesetze hergeleitet. Haben wir uns nicht geirrt in dieser logischen Deduktion, haben wir keinen logischen Fehler gemacht, dann sind die Gesetze universell gültig. Sie sind immer anwendbar, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, wenn die Annahmen zutreffen. Das heißt, die Gesetze der Geldtheorie sind offensichtlich nicht da anwendbar, wo es kein Geld gibt. Und für Robinson Crusoe sind die irrelevant, die Gesetze der Geldtheorie, wenn er allein auf seiner Insel wohnt. Oder ein anderes Beispiel eines ökonomischen Gesetzes: Ceteris paribus, also wenn sonst alles gleich ist, sich nicht ändert. Wenn die Nachfrage steigt, dann steigt der Preis eines Gutes. Die Nachfrage steigt, dann steigt der Preis. Es gibt eine Tendenz, dass die Preise steigen. Das ist ein universelles Gesetz. Universell heißt, es war gestern so, ist heute so, ist in 1000 Jahren so, ist in Madrid so, ist in Stockholm so, ist auf dem Mond so. Immer wenn die Annahmen gegeben sind, das heißt, es gibt mehr als einen Menschen mit unterschiedlichen Präferenzen, mit unterschiedlichen Zielen, Mitteln und Wertschätzung. Und natürlich die Annahme des Ceteris paribus, also dass die anderen Umstände sich nicht ändern. Beobachten wir dann in der Realität, dass die Nachfrage steigt und der Preis sinkt, ist das Gesetz dann falsifiziert? Nein, dann ist das Gesetz nicht falsifiziert. Dann wissen wir einfach nur, dass es ein anderes historisches Phänomen gibt, was diesen Effekt überlagert hat. Das heißt, dass neben dem Anstieg der Nachfrage noch ein anderer Effekt getreten ist. Das kann zum Beispiel sein, dass, nehmen wir an, dass die Nachfrage von Kartoffeln steigt und wir sehen, dass der Preis von Kartoffeln fällt. Das heißt, als Historiker zeigt uns das, da hat es noch einen anderen Effekt gegeben. Vielleicht hat es eine riesen Ernte von Kartoffeln gegeben und deswegen ist das, das den ersten Effekt überkompensiert hat. Das heißt, die Gesetze sind universell und immer anwendbar, wenn die Annahmen gegeben sind. Aber in der Realität kann es noch überlagernde Phänomene geben und es könnte auch sein, dass die Annahmen nicht gegeben sind. Wie gesagt, in einer Gesellschaft, in der die Leute gerne arbeiten, also das heißt, dass sie gerade umsonst arbeiten, dann gelten andere Gesetze. Oder in einer Gesellschaft, in der das Geld noch nicht entstanden ist, sind die Gesetze der Geldtheorie noch nicht anwendbar. Also die ökonomischen Gesetze sind universell gültig. Und wenn wir in der Herleitung keinen logischen Fehler begangen haben, sind sie auch wahr und immer anwendbar, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. In der Realität gibt es dann auch überlagernde Effekte. Wie können wir wissen, dass die Gesetze wahr sind? Wie gesagt, wenn wir dort keinen Fehler begangen haben, dann sind sie wahr. Die Frage ist dann auch noch, ob sie anwendbar sind, das kommt darauf an. Hier müssen wir natürlich außerordentlich bescheiden sein und vorsichtig, denn das menschliche Gehirn hat seine Grenzen. Wir können leicht Fehler begehen. Das heißt, wir müssen die logische Deduktion immer wieder überprüfen, immer und immer wieder, und die Logikfehler beseitigen und die Beziehung zu den Voraussetzungen prüfen. Ja. Niemals dürfen wir uns sicher fühlen. Das heißt, gar nicht dogmatisch, sondern wir müssen sehr bescheiden sein. Ja. Wir müssen uns immer der Grenzen bewusst sein, der menschlichen Grenzen. Und die logische Deduktion fortwährend überprüfen, von Fehlern bereinigen. Und das ist dann das Wahrheits- und Gültigkeitskriterium der Gesetze. Ob sie dann noch anwendbar sind, das hängt dann in der Realität davon ab, ob die Voraussetzungen gegeben sind. Gibt es nur einen Menschen auf der Welt, ist das Tauschprinzip nicht anwendbar. Es gibt keinen Tausch. Ne? Gibt es kein allgemein akzeptiertes Tauschmittel, sind die Gesetze
der Geldtheorie nicht anwendbar. Gibt es keine Teildeckungsbanken, ist es Konjunkturtheorie nicht anwendbar. Gut. Falls die Voraussetzungen nicht gegeben sind, dann sollten wir Theorien entwickeln mit Voraussetzungen, die gegeben sind. Und wie gesagt, die größte Herausforderung ist es, Theorien zu entwickeln mit Voraussetzungen, die noch nicht gegeben sind. Wie gesagt, Mises 1912 schreibt schon über eine Welt, in der es nur noch Zwangsgeld gibt. Also, um zusammenzufassen, die Unterscheidung, eine klare Unterscheidung zwischen Theorie und Geschichte zu machen, ist fundamental. Es gibt eine eindeutige Beziehung. Die Theorien werden a priori gewonnen mittels dieses Prozesses. Und mit diesen Theorien lässt sich erst die Realität interpretieren. Es ist offensichtlich unmöglich und unnötig, mittels Empirie oder Geschichte ökonomische Gesetze zu verifizieren oder falsifizieren zu wollen. Erstens, weil es in der Realität keine Konstanten gibt im menschlichen Handeln. Es gibt immer überlagernde Effekte. Und ein ökonomisches Gesetz kann gar nicht anders sein. Das Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen kann gar nicht anders sein. Es ist impliziert in der Art, wie wir gemacht sind, wie Menschen handeln. Und wenn es, das heißt, es kann gar nicht anders sein, wenn wir es a priori logisch deduktiv richtig hergeleitet haben. Das Gesetz gilt immer, wenn die Annahmen gegeben sind. Natürlich ist die Praxeologie unter Interventionisten gar nicht gern gesehen, denn die wollen ja immer Experimente machen. Und wenn es mal nicht geklappt hat mit dem Experiment, dann heißt es ja, wir machen eine kleine Veränderung und dann wird es schon klappen, das nächste Mal klappt es schon. Also wenn die Österreicher sagen, ja, ein Anstieg der Geldmenge macht die Gesellschaft nicht reicher, kann die Gesellschaft nicht reicher machen, dann sagen die, ne, das ist dogmatisch, was seid ihr mit eurer Praxeologie? Wir versuchen es trotzdem. In diesen Umständen ist das quantitative easing, also mehr Geldmenge brauchen wir jetzt, unbedingt. Diesmal klappt es auf jeden Fall. Also der implizite Relativismus dieser Positivisten erlaubt es ihnen, die Experimente neu zu versuchen. Und sie haben immer eine Ausrede, wenn es wieder nicht klappt. Ne, dann war es vielleicht nicht genug. Quantitative Easing und nur 60 Milliarden pro Monat, viel zu wenig. Ja. Und viel zu spät, ne, hätten wir schon viel früher machen sollen. Und daher können und wollen sie die Praxeologie nicht akzeptieren, denn die zeigt eben klar, was notwendigerweise die Konsequenzen ihrer Intervention sind. Und daher ist die Praxeologie eben auch aus praktischer Sicht unentbehrlich in der politischen Debatte. Ja, vielen Dank. GigaT. Crowdfunding for you and me.